Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit dem FC Bayern München. Nachdem wir im letzten Part gegen Bayer Leverkusen einen souveränen 5:1 feiern konnten, steht uns nun die Champions League Begegnung gegen den OSC Lille bevor. Ja, das ist eigentlich schon das Spiel, wo es ums Weiterkommen geht. Also wir stehen ja momentan gar nicht so gut da in der Champions League. Und ja, wir müssen hier auf jeden Fall gewinnen, egal was kommen mag. Hier sehen wir die Aufstellung. Ja, Gomez darf wieder ran, genauso wie Müller. Ribéry ist nur auf der Bank. Und dann würde ich sagen, in dieses extrem wichtige Spiel müssen wir einfach mit einem Sieg herausgehen. Schicken wir dich zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Der FC Bayern München wird heiß erwartet in Lille. Ja, es geht eigentlich um alles oder nichts für die Bayern. Wenn die das Spiel hier verlieren, dann sind sie wirklich raus aus der Champions League, kann man sagen. Hier nochmal die Kommentatoren, aber ich bin ja euch Kommentator. Ja, hier sehen wir jetzt dann die Tabelle. Wir sehen schon, Valencia spielt ja gegen Udinese und die würden da gewinnen, schätze ich mal. Und wenn die gewinnen sollten und wir verlieren, dann ist der FC Bayern München aus der Champions League Gruppenphase raus. Das wäre absolut eine Katastrophe für uns, weil das, mit dem hätten wir nicht gerechnet. Wir haben jetzt doch nicht so die starke Gruppe und deswegen müssen wir hier, um egal was es kosten mag, wir müssen hier gewinnen. Wird natürlich keine leichte Aufgabe, weil das Hinspiel haben wir ja auch nur 3:2 verloren. Und ja, da haben wir ja 2:0 Führung gehabt und innerhalb von 15 Minuten hat uns Lille 3 Tore eingeschenkt und hat dann die 3 Punkte aus München entführt. Aber wir versuchen das jetzt hier alles besser zu machen. 5. Spieltag von der Champions League Gruppenphase. Und es geht eigentlich um alles für die Bayern. Hier kommen sie schon. Mandzukic, nicht Shaqiri war das. Sheran Shaqiri mit dem ersten Schuss. Ja, war abgefälscht, aber Landreau kann ihn halten. Ja, in der echten Champions League war ja erst gestern bei mir. War der Spieltag. Jetzt Shaqiri setzt hier gut durch. Sheran Shaqiri, Shaqiri. Verzogen. Ja, da war erst der Spieltag, da hat ja Bayern gegen Lille gespielt. In München haben 6:1 gewonnen. Souveräner Sieg. Ja, verdient war er. Lille hat wirklich schlecht gespielt. Also, das war nicht Champions League würdig. Lille hat ja in der Gruppe, wo Bayern drin ist, eigentlich gar keine Punkte. 0 Punkte bis jetzt. Wenn mich nicht alles täuscht, ihr könnt mir natürlich ein besseres Bild lernen. Auf jeden Fall, das waren wieder wichtige 3 Punkte für die Bayern. Jetzt gibt es Freistoß. Ja, und es waren ja noch mehr Champions League Begegnungen. Einmal Dortmund gegen Real. War es ja ein 2:2. Oh Gott. Und hier fällt die Führung für Lille und das darf nicht wahr sein. Was war denn das für ein Schuss? Das ist unfassbar. 10. Minute, die Bayern gehen in Rückstand. Da pennen sie alle. Mit einem Drehschuss. Warum hatten die Neuer nicht? Neuer viel zu spät unten. Und damit ist die Katastrophe schon fast perfekt. Jetzt muss Bayern stürmen. Jetzt muss Bayern richtig stürmen. Und mit einem Fehlpass kann man natürlich sehr gut stürmen. Und was ist hier los? Bayern legt zurück gegen den OSC Lille. Jetzt müssen sie sich reinhängen. Jetzt müssen sie sich wirklich reinhängen, weil sonst können sie die Gruppenphase hier schon verlassen. Damit hätte jetzt wirklich hier keiner gerechnet, dass Lille doch so früh in Führung geht. Jetzt Mario Gomez. Gomez sieht Martinez. Schau, Martinez. Unten ist Müller und gleich der prompte Ausgleich. Schönes Zusammenspiel von Martinez und Müller. Da sieht er in der Mitte laufen und Müller hat natürlich leichtes Spiel ins leere Tor. Hier sehen wir es nochmal. Landreau natürlich auf Martinez fixiert, aber Müller in der Mitte viel zu frei, der Verteidiger war nicht da und da fällt der Ausgleich für die Bayern. Und damit steht es nach 14 Minuten zum Glück wieder 1:1. Die Bayern haben das Tor gut verkraftet, haben gleich geantwortet und jetzt vielleicht sogar mit der Führung. Shaqiri läuft, kriegt ihr aber nicht. Und Lille kann wieder aufbauen. Natürlich Lille, die wollen hier natürlich auch gewinnen, weil die wollen auch in der Champions League weiterkommen. Ja, jetzt kommen wieder zurück. Dortmund hat ja in der Champions League Gruppenphase gegen Real 2:2 gespielt. In Real, also in Madrid.
Das hat mich sehr gewundert, als ich jetzt verdacht nach dem Sieg gegen in Dortmund, wo Dortmund ja 2:1 gewonnen hat gegen Real, dass sie gut mitspielen, aber dass sie dann wirklich einen Punkt im Santiago Bernabéu holen, hat mich absolut überrascht. Genauso wie Arsenal London gegen Schalke, weil Schalke ist ja doch in der ersten Halbzeit früh 2:0 zurückgeraten, aber haben dann sich zurückgekämpft und haben noch einen Punkt erkämpft. Hat die auch nicht gedacht, dass sie das noch schaffen nach dem 2:0 Rückstand. Aber somit sind die deutschen Teams eigentlich ganz gut aus dem Spieltag rauskommen. Und die Bayern, die tun sich ja schwer in Lille. Ja, und die größte Überraschung war natürlich, wo Barcelona gegen in Glasgow gegen die Celtics mit 2:1 verloren hat. Ich dachte, ich sehe nicht recht, wo ich das gelesen habe. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Gut, Celtic war in Barcelona ja schon ganz knapp dran. Haben in der letzten Minute ja noch den Rückstand kassiert in Barcelona, aber hier in Glasgow. Und jetzt muss Neuer raus und fängt ihn zum Glück auf. Also Lille versteckt sich auf keinen Fall. Die spielen hier munter auf gegen die Bayern. Und damit kommen die Münchner momentan noch nicht so zurecht. Sie können momentan noch nicht den entscheidenden Druck aufbauen, obwohl jetzt vielleicht die Chance über Shaqiri. Ja, da hätte vielleicht in die Mitte spielen sollen. Aber jetzt Shaqiri. Noch eine Drehung, noch eine Täuschung. Nein, jetzt verspringt ihn der Ball. Und hier verspringt auch, der kriegt ja nicht der Bartstube. Und Lille kommt schon wieder. Die Bayern müssen jetzt wirklich aufpassen. Sie haben gesehen, Lille kann auch hier Tore schießen. Hier einen Vorteil gepfiffen. Besser gesagt laufen lassen. Und Lille kommt. Die Bayern stehen hinten drin und kommen momentan nicht zum Ball. Sie kommen nicht zum Ball. Jetzt vielleicht über Schweinsteiger. Nein, sie bleiben immer noch im Ballbesitz. Der französische Club immer noch im Ballbesitz, aber jetzt, nein, immer noch nicht. Und jetzt wird es gefährlich. Zum Torschützen, Debatschi. Und jetzt ist es richtig gefährlich, Neuer faust ihn weg und endlich sind die Bayern wieder im Ballbesitz. Aber verlieren ihn sofort wieder. Nein, jetzt gibt es Freistoß. Jetzt erstmal Ruhe ins Spiel der Bayern bringen. Lille geht hier sehr aggressiv und offensiv drauf. Damit haben die Bayern wahrscheinlich nicht gerechnet, dass die Franzosen hier so gut mitspielen. Jetzt Thomas Müller. Sieht hier David Alaba. Wird hier gezogen und es gibt den Freistoß. So, jetzt die große Chance. Wir machten den. Robben kann sie gut. Da macht's Robben. Na gut, das ist der Linke. Fällt mir jetzt nicht so. Wir brauchen Rechten. Starken Rechten. Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger nur mit dem Freistoß. Komm, geht über die Mauer, aber auch über das Tor. Gut geschossen, aber leider hauchdünn über das Tor gegangen. Und somit erst schon wieder Abschluss für Lille. Ja, die Bayern, die müssen jetzt mit Vorsicht an die Sache herangehen. Die dürfen jetzt nicht zu offensiv werden, aber sie müssen natürlich hier auf jeden Fall die 3 Punkte holen, weil sonst wird es richtig schwer in der Gruppenphase noch irgendwie weiterzukommen. Und die Bayern kommen. Mario Gomez. Setzt sich alleine durch. Gomez hat ja schon 3 Tore in der aktuellen Champions League erzielt. Vielleicht macht er heute sein 4. Ja, Mandzukic sitzt heute nur auf der Bank. Nachdem er gegen Frankfurt und gegen Leverkusen ein starkes Spiel gemacht hat, sitzt er heute nur auf der Bank. Ja, Gomez will auch mal wieder seine Chance haben. Vor allem in der Champions League Phase ist er gar nicht so schlecht. Oh, die Grätsche geht vorbei. Und da ist wieder einer komplett frei. Wow, Neuer mit Glanztat. Ja, die Beine, die schwimmen hinten drin. Die müssen jetzt wirklich aufpassen. Eckball. Kommt gefährlich, aber da ist Martinez. Und da holt ihn sich Arjen Robben. Arjen Robben, in der Schnapse bis jetzt nichts von ihm zu sehen. Komplett untergetaucht auf der rechten Hälfte. Und jetzt Müller. Oh, schwach gemacht. Da wäre es dem Verteidiger zu schnell. Und somit kommt schon wieder Lille. Aber jetzt holt ihn sich Robben. Robben zu Müller. Der sieht Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Ja, jetzt wohin? Da ist Martinez, oben ist Robben. Jetzt Robben. Setzt sich durch, aber dann kommt der Martinez noch zum Schuss. Gomez. Und dann kann Lille erstmal klären. Jetzt nochmal Alaba, die letzte Chance vor der Halbzeit für die Bayern. David Alaba. Zu Martinez. Den verspringt der Ball, holt ihn sich aber wieder. Jetzt Martinez! Und dann wird er abgefälscht. Das war die große Chance für den Spanier hier, das Tor zu machen. Aber
abgefälscht und damit ist Halbzeit in Lille. Es steht 1:1 zwischen dem FC Bayern München und dem OSC Lille. Ja, Thomas Müller hat ausgeglichen nach der Führung durch Debuchy. Ja, eigentlich ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften hatten gute Chancen. Hier nochmal das Tor. Ja, ist unbegreiflich, wie der da durchgeht. Neuer, der kommt da gar nicht hin. Hier nochmal, dann eigentlich im direkten Gegenzug dann der Ausgleich. Hier nochmal die Riesenchance durch Rogues. Und hier nochmal Shaqiri-Schuss. Ja, das andere Ergebnis, ja, Valencia für den Udinese. Also, wir stehen hier eigentlich schon unter Zwang zu gewinnen, weil sonst wird es richtig schwer weiterzukommen. Sonst die anderen Ergebnisse, ja, ich keine große Überraschung bis jetzt dabei. Würde ich sagen, zweite Halbzeit, los geht's. Ja, ich weiß, wahrscheinlich wird es in meiner Aufnahme des Lille, also OSC Lille, halt richtig beschissen anhören. Keine Ahnung, das ist mir aufgefallen im Hinspiel. Da habe ich kurz mein Part reingeschaut. Und dann habe ich gemerkt, dass sie das absolut beschissen anhört, wenn ich Lille sage. Ich weiß es nicht. Weil man spricht ja wirklich so aus Lille, OSC Lille. Aber es hört sich so beschissen an. Keine Ahnung, was ich dagegen machen kann. Aber jetzt kommen erstmal die Franzosen wieder. Über Payet, da muss Bart Stuber drauf. Bart Stuber lässt erstmal viel Raum. Und da kann er ihn abfälschen. Müller kann ihn abklären und jetzt zweiter Wurf zu Shaqiri. Sheran Shaqiri. Schweinsteiger läuft unten mit, bricht aber jetzt seinen Lauf ab. Es hat ihn Gomez. Gomez, da läuft Shaqiri. Gut geschickt, aber jetzt ist er alleine. Jetzt ist er alleine, der kleine Schweizer. Muss warten, bringt die Flanke rein. Da ist Gomez, aber der kommt nicht dran. Er kommt nicht dran. Damit hat Lille jetzt wieder die Chance, hier sein Tor zu machen. Und Alaba, nee, Boateng war es. Boateng, klasse, abgegrätscht. Jetzt Arjen Robben. Arjen Robben, von ihm in der ersten Halbzeit da eigentlich fast nichts zu sehen. Und jetzt Robben. Robben zieht ab und geht drüber. Da geht er doch deutlich drüber, der Schuss von Arjen Robben. Ja, der Holländer momentan absolut unglücklich heute. Keine gute Verfassung. Und Lille kommt natürlich wieder. Die wollen hier die drei Punkte holen, weil wenn sie die drei Punkte holen, dann wissen sie, dass die Bayern rausschmeißen können. Das wäre eine absolute Katastrophe für die Münchner und für Lille wäre es wohl einer von den größten Erfolgen in der Vereinsgeschichte. Jetzt Robben geht drauf, wird aussteigen lassen, Lahm kommt nicht hin. Und dann ist Lille schon wieder im Strafraum, da müssen sie aufpassen. Und die übermauern den Strafraum, aber Martinez kann das mal vorher erklären. Aber Fehlpass. Fehlpass von Müller. Und Lille kommt schon wieder. Die drücken jetzt richtig drauf und die beiden müssen aufpassen. Die müssen richtig aufpassen und Schweinsteiger kann klären zu Müller. Und der schickt Gomez. Mario Gomez. Aber der ist Chichu auf dem Platz. Ja, dann würde ich sagen, da wechseln wir am besten mal. Stunde ist gespielt. Nice, wie können wir bringen? Für Shaqiri bringe ich dann mal Ribéry, der war ja auf der Bank gesessen. Und dann bringe ich Gustavo für Martinez. Der schaut auch nochmal so fit aus. Ja, und dann hoffen wir, dass wir mit denen zwei neuen Mann vielleicht doch den Siegtreffer ziehen können. Jetzt Arjen Robben zu Gomez. Mario Gomez, aber der wird gedoppelt. Muss jetzt auf Hilfe warten, da kommt Martinez. In der Mitte ist Robben. Robben legt sich vor. Zieht er mal zurück, hat jetzt freie Schussbahn, zieht ab und macht das 2:1 für die Bayern. Tor für den FC Bayern München. Arjen Robben in der 65. Minute, das ist das 2:1 und das ist so ein enorm wichtiges Tor für die Bayern. Und da prügeln sie sich, ja, die freuen sich wirklich. Arjen Robben lässt hier seinen Verteidiger stehen und netzt eiskalt ein. Hier jetzt die Wechsel. Ja, also das war absolut wichtiges Tor für die Bayern. Und damit führen sie nun 2:1. Und das würde doch das Weiterkommen ein bisschen erleichtern in der Gruppenphase. Weil damit wären sie jetzt punktgleich mit Lille und eben nur einen Punkt hinter Valencia. Und das letzte Spiel ist ja in Valencia. Ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber es ist machbar. Und die Bayern, die wollen jetzt auf Nummer sicher gehen. Die geben jetzt alles. Jetzt Müller. Thomas Müller. Jetzt sein Verteidiger wie eiskalt stehen, sind in der Mitte Gomez und das ist das 3:1 für die Bayern. Doppelschlag von den Bayern, innerhalb von 3 Minuten machen sie 2 Tore und so gehört sich das. Thomas Müller zieht einmal zurück, sieht dann Gomez und der netzt eiskalt
ein. Legt ihn schön vorbei am Landrö. Und damit steht es 3:1 für die Bayern. Jetzt haben sie es doch gepackt. Lange hat es gedauert. Lille hat sehr gut dagegen gehalten, aber jetzt brechen doch die Dämme. Jetzt Lille natürlich mit Wut im Bauch. Die haben sehr gut mitgespielt, also. Und hier ein Foul. Lässt aber erstmal Vorteil laufen. Oh, ein gefährlicher Ball. Oh, die Riesenchance, aber der geht vorbei. Und da bleibt einer sogar verletzt liegen. Der hat sich auf jeden Fall das Knie gehalten, aber kann anscheinend weiterspielen. Und die Bayern kommen natürlich jetzt. Die haben jetzt auch richtig Platz, weil Lille macht jetzt natürlich alles auf. Jetzt Müller lässt wieder sein Verteidiger nicht stehen diesmal. Und ein Foul an Adrian Robben. Und somit gibt es Freistoß für den FC Bayern München. Kurz ausgeführt, schnell zu Philipp Lahm. Philipp Lahm mit einer Flanke. Weit, viel zu weit die Flanke. Geht ins Aus und dann würde ich sagen, die Möglichkeit nutzen wir doch gleich und bringen. Den bringen wir denn? Bringen wir Van Beuten mal für Schweinsteiger. Ja, Van Beuten ist groß, also falls wir noch einen Eckball kriegen, dann hat Van Beuten auf jeden Fall eine gute Chance, den irgendwie reinzumachen. Hier sehen wir jetzt den Wechsel. Bastian Schweinsteiger hat ja eigentlich gute Chance gehabt, und zwar den Freistoß. Aber der ging da leider knapp über die Latte. Und die Bayern, die stellen sich natürlich jetzt hinten rein. Die haben jetzt 2 Tore Vorsprung, eine Viertelstunde vor Ende. Gut, das haben wir in München, haben wir das ja auch gehabt. Da haben wir auch 2:0 geführt und haben dann zum Schluss nur 3:2 verloren. Aber ich glaube, aus dem Albtraum haben sie gelernt. Jetzt Müller zu Mandzukic, zu Gomez. Gomez, hoher Ball auf Müller. Kommt er dahin? Nein, da ist die Abwehr schneller. Und was macht denn? Jetzt brechen alle Dämme. Ein Eigentor von Jeju. Was macht denn Landrö da? Der verpennt den Ball. Und damit steht es 4:1 für die Bayern. Hier eigentlich ein Rückpass. Und was macht denn Landrö? Der verpeilt den Ball einfach. Kann ich dann vor der Linie nicht mehr klären. Und damit steht es 4:1 für die Bayern. Und die Bayern, die feiern natürlich jetzt. Das sind die sicheren 3 Punkte. Hier dürfte jetzt nichts mehr anbrennen. Ja, beim besten Willen, die Bayern sind durch. Zumindest in diesem Spiel. Und damit wahren sie sich die Chance aufs Weiterkommen. Die haben noch die Chance. Die stehen gar nicht gut, schlecht da. Und der geht natürlich ins Aus. Ja, und ein Nummer-Ergebnis vom aktuellen Champions League Spieltag im echten. Und zwar Man City hat ja zu Hause gegen Ajax Amsterdam nur 2:2 gespielt. Das hat mich auch schon wieder verblüfft, weil Man City ist ja, wenn man das mal so anschaut, wenn man die Namen von der Mannschaft durchliest, Aguero, Balotelli, Tevez und wie sie alle heißen, dann muss ich sagen, ist eigentlich eine absolute Top-Mannschaft, aber in der Champions League reißen sie gar nichts. Die sind zwar letztes Jahr englischer Meister geworden, aber in der Champions League sind sie ja letztes Jahr in der Bayern-Gruppe früh ausgeschieden, in der Gruppenphase. Jetzt nochmal die Chance, Rux, nein, abgegrätscht. Oh, Neuer ist aus dem Tor raus, Neuer ist aus dem Tor, aber die kann es nicht nutzen. Ja, vielleicht entscheidet ja zum Schluss die Tordifferenz, also ein Gegentor will ich jetzt nur vermeiden. Ja, ich verstehe es einfach nicht, warum hat jetzt Man City mit so einem guten Kader doch so eine schlechte Gruppenphase der aktuellen Champions League spielt. Sie haben ja keinen Sieg erreicht, gegen Dortmund war es ja nur ein Unentschieden, gegen Real haben sie ja verloren. Und gegen Ajax haben sie einmal verloren und einmal Unentschieden gespielt, also ich glaube, die haben sie wirklich mehr erhofft und die haben auch gedacht, dass sie besser sind in der Saison, weil vielleicht haben sie dazugelernt. Aber was für mich die absolute Überraschungsmannschaft ist, ist natürlich Dortmund unter anderem. Also die haben mich echt verblüfft. In der Hammergruppe hätte ich nie gedacht, dass sie überhaupt eine Chance aufs Weiterkommen haben und jetzt sind sie sogar Tabellenerste und ja, absolut verblüffend für mich. Jetzt nochmal die letzte Chance. Hoher Ball zu Gomez, kann er sich da durchsetzen gegen Shichu. Ja, da setzt er sich durch, aber dann verspringt ihn der Ball und sie können erstmal wieder klären, aber das ist alles nichts mehr. Die Bayern gewinnen in Lille mit 4:1. Müller, Robben, Gomez und einmal ein Eigentor von Jeju waren die 4 Tore für die Bayern und die haben die Möglichkeit aufs Weiterkommen natürlich sehr gut gesteigert. Hier Müller, Spieler des Tages. Ja, kein guter Tag von Lille. Schauen wir die Spielinfo mal kurz an.
Hey, sehen wir schon. Wir waren zwar gut dabei, aber nicht deutlich überlegen. Also wir waren so überlegen, aber wäre nur besser gegangen. Jetzt die anderen Ergebnisse. Ja, Valencia gewinnt gegen Udinese 3:0. So, dann gehen wir doch mal weiter zum nächsten Spieltag gleich. Aber dann blende ich jetzt so schnell die Tabelle ein. Und zwar, wo haben wir sie denn? Hier die Gruppentabelle. Also ein Spieltag ist so zu spielen. Und wir können eigentlich schon sagen, Paris ist in der ersten Gruppe sicher als erster weiter und Gladbach ist als zweiter weiter. Ja, Gladbach, Überraschung. Und hier sehen wir, Schalke ist sicher weiter und Arsenal dürfte eigentlich auch schon sicher durch sein. Hier Zenit und Mailand ganz sicher weiter, die machen nur noch der erste Platz dann unter sich aus. Malaga und Anderlecht raus. Hier Real Madrid sicher weiter und Man City gegen Dortmund. Da wird es nochmal kribbelig am letzten Spieler. Die trennen nur einen Punkt und schauen wir, wer da weiterkommt. Und hier ist natürlich nur absolut spannend. Juve, Chelsea und Nordirland. Alle drei haben noch die Chance weiterzukommen, bis auf Helsingborg. Die sind schon sicher raus. Und hier ist unsere Gruppe. Ja, momentan sind wir sogar weiter. Die Bayern auf dem zweiten Platz. Valencia nur einen Punkt vorne und Lille punktgleich mit uns. Udinese katastrophal. Gegen wen haben sie eigentlich das Unentschieden gemacht? Ich glaube gegen Lille, oder? Es kann sein, dass sie gegen Lille das Unentschieden... Ne, gegen Valencia. Gegen Valencia haben sie das Unentschieden gemacht. Aber mit einer Tordifferenz von minus 11 heftig. So, jetzt die anderen Gruppen. Ja, Barcelona hier ganz klar weiter. Die anderen prügeln sich nur um den letzten Platz. Benio ganz sicher weiter. Und das wär's schon mit den Gruppen. Ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Part bewertet und wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr auf keinen Fall das nächste Spiel gegen Hannover 96 verpassen wollt, wo es wieder darum geht, die Tabellenspitze zu erobern, dann könnt ihr mir abonnieren. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.